Stunden nach der Landung gibt es noch keinerlei Hinweise auf einen Erstkontakt. Wir brauchen Antworten, so schnell wie möglich. Was wollen Sie? Wo kommen Sie her? Arrival ist ein Film, den wohl nur sehr wenige auf dem Zettel haben, den man sich aber schleunigst aufschreiben sollte. Denn eines vorweg, Arrival ist einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. Ein Film, über dessen genaue Handlung man möglichst wenig Worte verliert und sich stattdessen von seiner ureigenen Sogwirkung anziehen lässt. Was bleibt, wäre nur herunterzubeten, wieso er ein Meisterwerk ist. Was ich aber machen möchte, ist herunterzubeten, was uns dieses Meisterwerk über die Fortsetzung zu einem ganz anderen Meisterwerk erzählt. Eine Fortsetzung, die man so schon sehr lange auf dem Zettel stehen hat. Blade Runner 2. Genauer gesagt Blade Runner 2049. Außer dem Genre teilen sich Arrival und der neue Blade Runner den Regisseur, Denis Villeneuve. Der Franco-Kanadier wird spätestens seit seinem Geniestreich Prisoners hoch gehandelt und hat mit Sicario ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Arrival ist sein allererster Science-Fiction-Film und noch dazu von der Tonalität her anders angelegt als das große Cyberpunk-Erbe. Wenn Arrival für Villeneuve schon eine Art Premiere war, dann ist es Blade Runner erst recht. Also wie kann uns dann Arrival etwas über Blade Runner vorhersagen? Über einen Film, von dem nicht viel mehr als ein paar wenige Artworks veröffentlicht sind. Indem man nicht betrachtet, was Villeneuve erzählt, sondern wie er es erzählt. Mit der Kamera. Was ich an Villeneuve so liebe, ist seine besondere Art, Motive zu verorten, die Bilder einzurichten. Die Kadrage, auch Framing genannt, bezeichnet die Anordnung des Bildausschnitts, was darin zu sehen ist und wo es zu sehen ist. Das Spezielle bei Villeneuve ist, dass fast jeder Bildausschnitt ein Objekt, eine Person oder vielleicht sogar einen diffusen Lichtstrahl unscharf in den Vordergrund setzt. Und wenn das mal nicht der Fall ist, dann gibt er dem Shot einen deutlichen Fluchtpunkt zur Bildmitte oder zum Rand hin, was wiederum den Weg zum Fluchtpunkt überwiegend unscharf erscheinen lässt. Eine komplett scharfe Totale, ohne Fluchtpunkt erzeugende Objekte, sucht man fast vergeblich bei ihm. Das Stilmittel wäre per se nichts Ungewöhnliches, denn wie sagt man beim Film so schön, Vordergrund macht Bild gesund. Seine Kadrage ist stets so bedacht wie das, was sie zeigt und was sie damit aussagt. Villeneuve erzählt in Bildern, nicht ausschließlich in Worten. Wichtig für seine Art der Kadrierung ist der Fokus, also wo die Schärfe liegt. Das Spiel mit der geringen Tiefenschärfe ist modern und wird als ästhetisch und künstlerisch wahrgenommen. Villeneuve nutzt sie aber auch entgegen üblicher Konvention. So folgt die Kamera hier Amy Adams, aber anstatt den Fokus auf das, was sie sieht, zu legen, ist ihre Silhouette fokussiert, nicht was vor ihr liegt. Villeneuve isoliert sie damit von ihrer Umgebung, er entfremdet sie. Er stellt sie als Fremdkörper in einer eigentlich irdischen Umwelt dar und das ausgerechnet in einem Film über außerirdischen Kontakt. Villeneuve spielt mit unserer Erwartungshaltung und inszeniert die selbstverständlichsten Orte der menschlichen Zivilisation als befremdlich, indem er den Fokus lenkt und deren Architektur gegen sie verwendet, und zwar mit der Kadrage. Was das Ganze nun mit Blade Runner zu tun hat? Alles und nichts. Nichts, weil dieser und Arrival augenscheinlich kaum unterschiedlicher aussehen könnten. Und alles, weil sie sich trotz aller inszenatorischer Gewalt auf eines konzentrieren, den Mensch. More human than human is our motto. Der erste Blade Runner war seinerzeit stilbildend und beeinflusst bis heute maßgeblich unsere Vorstellung vom Cyberpunk und von dystopischen, urbanen Zukunftsszenarien. Im Kern ist aber Blade Runner immer noch ein hochphilosophischer Film über das Individuum und die Identität, über den Mensch und das Menschsein. Ridley Scott setzte das inszenatorisch in das Gerüst des Film Noir. Blade Runner ist eine Detektivgeschichte, nur eben zeitlich und gesellschaftlich neu verortet. So bedient er sich der noir-typischen, expressionistischen Bildsprache, dem Spiel mit dem Schatten, dem Licht und der Architektur. Scotts Original war eben auch deshalb so stilbildend, weil es die eigentlich unpassende Architektur im Jugendstil und Art Deco dieser Dystopie gegenüberstellt und eben darin den natürlichen und den künstlichen Menschen platziert. Die Vergangenheit gegen die Zukunft. Die Umgebung spiegelt den Konflikt der Figuren wider. Sie erzählt, genau wie bei Villeneuve. Wie genau sich Villeneuve an der Bildsprache von Ridley Scott orientiert, wissen wir ohne ersten Trailer noch nicht. Aber unabhängig davon, wie expressionistisch sie tatsächlich ist, wird Villeneuve nicht komplett mit seiner bisherigen Bildsprache brechen. Wenn man denn Arrival oberflächlich vergleichen müsste, dann mit der Tag, an dem die Erde stillstand, Contact, 2001 und Interstellar. Mit der Tag, an dem die Erde stillstand, wegen dem Szenario, mit Contact wegen der Prämisse, mit 2001 wegen der Bilder und mit Interstellar wegen dem Eltern-Kind-Fokus, wegen dem Mensch im Fokus.
Und genau das kann Villeneuve zumindest visuell erzählen, wie sonst kein anderer Regisseur seiner Generation. Arrival ist damit für die breite Masse vielleicht zu anspruchsvoll, aber für sich genommen eben ein Meisterwerk. Und wenn Blade Runner 2049 auch nur halb so intelligent, halb so spannend und halb so philosophisch ist wie Arrival, dann steht uns Großes bevor. Was passiert jetzt? Sie treten in Erscheinung. Oh mein Gott.